Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Under Pleasure. Ich bin Christine Schudi und ich bin ganzheitliche Sexual- und Lustcoachin, vor allem für Frauen. Und ich helfe ihnen dabei, wie sie Unsicherheit und Scham in Selbstvertrauen und Lust nicht nur beim Sex verwandeln können. Und ich möchte heute aus aktuellem Anlass, weil ich eine 1-zu-1-Coachie hatte, die genau diese Frage hatte, beziehungsweise wo die Situation aufkam. Und zwar, welchen ersten Schritt kannst du gehen, um dich aus einer Bindung zu lösen, die dir nicht gut tut, oder um einen Menschen, den du, wo du weißt, der hat eigentlich gar kein Potenzial, der ist eigentlich gar nicht der Mensch, den du suchst, ja, für was Längerfristiges, wie du aus dieser Verbindung rausgehen kannst, wie du quasi dich in dieser Situation halten kannst. Und das ist das wird eine relativ kurze Folge, einfach weil es ein Impuls ist, der aber jetzt in dem Fall meiner 1-zu-1-Coachie unfassbar geholfen hat. Und ich habe gedacht, ich möchte das auch gerne hier mit dir sozusagen teilen, falls du dich gerade in einer ähnlichen Situation befindest. Und zwar ist es so, dass in dem Moment, also so war es bei ihr, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das Gefühl auch kennst, wenn du das vielleicht auch schon länger hast, wenn du länger immer wieder in diese Bindungen gehst, die eigentlich dir nicht gut tun, oder eigentlich weißt, that's not what I want, das ist nicht das, was ich will, und das reicht mir nicht, es gibt mir nicht genug von dem, was ich brauche. Es gibt mir nicht genug Sicherheit, es gibt mir nicht genug Perspektive, ich kann mich nicht wirklich entspannen, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht wertgeschätzt, geliebt, was auch immer. Und trotzdem bleibe ich da drin. Trotzdem spüre ich, dass da so eine Sehnsucht ist, die ich immer wieder versuche zu stillen, indem ich in Kontakt gehe mit dieser anderen Person. Und wenn du schon so weit bist, dass du das erkennst, ja, dann wirst du dich höchstwahrscheinlich ab und zu trotzdem wieder in diesen Situationen finden. Und vielleicht, und so war es auch übrigens ganz, ganz lange bei mir, und deswegen war auch dieser Tipp, den ich dann meiner Coachie gegeben habe, so, so fruchtbar, weil ich das einfach selber so, so lange erlebt habe. Und sehr, sehr gut weiß, ja, wie ich mich in solchen Situationen besser halten konnte oder was mir geholfen hat. Und wenn du das siehst, wenn du weißt, okay, scheiße, ja, eigentlich merke ich, ich möchte eigentlich gar nicht in so einer Art Bindung sein. Ich möchte eigentlich gar nicht in dieser Art von Interaktion sein, wo ich spüre, es tut mir nicht gut, und ich möchte vor allem gar nicht diese Sehnsucht haben, ich möchte gar nicht diesen Drang danach haben, immer wieder diesen Menschen anzurufen, zu kontaktieren, mit dem in Kontakt zu gehen, den vielleicht auch zu treffen, sondern ich möchte das alles nicht, ich möchte diese Sehnsucht nicht haben, und da liegt der Hund schon begraben. Weil was du hier in diesem Moment machst, ist, in den Widerstand zu gehen. Du gehst in den Widerstand für das, was in dir, was ein Teil von dir ist, nämlich die Frau, die Person, der Anteil von dir, der Sehnsucht hat nach diesem Menschen, der Sehnsucht hat nach vielleicht was da drunter liegt. Und es ist meistens was da drunter liegt, nicht der Mensch. Der Mensch, der ist quasi nur ein Abbild oder eine Projektionsfläche für deine wahren Bedürfnisse, die da drunter liegen. Und was du in dem Moment machst, ist, wenn du sagst, ich will das nicht mehr, ich will diesem Typen nicht mehr hinterherrennen, oder ich will ja nicht mehr, dass ich dieser Person so, dass die mir so wichtig ist. In diesem Moment gehst du in den Widerstand. Und ich sehe das so, so oft. Ich sehe das so oft. Das passiert bei den allermeisten Menschen. Ja, dass sie in diesen Widerstand gehen. Und was macht dieser Widerstand? Dieser Widerstand sorgt dafür, dass du am Ende nur noch mehr von diesen unangenehmen Gefühlen, von dieser Einsamkeit, von diesem Gefühl von ungestillter Sehnsucht, ja, von diesem Verzehren nach, aber nicht bekommen, hast. All das wird nur noch amplifiziert in dem Moment, wo du einen Riegel vorschiebst.
Und das ist so perfide, aber es ist das, was passiert. Wirklich, ich, wie gesagt, aus eigener Erfahrung und auch bei so, so vielen meiner Coaches und Frauen oder Menschen, mit denen ich arbeite. Das heißt, kannst jetzt wahrscheinlich denken, was der allererste und wichtigste Schritt ist, um dich aus so einer ungesunden Dynamik zu lösen, um dich von jemandem zu lösen, der dir eigentlich nicht gut tut. Geh in die Annahme. Geh in die Annahme von dir selbst, von diesem Anteil in dir, der sich nach einer Bindung, einer Nähe, einer Liebe, einer Intimität sehnt, der sich vielleicht auch nach einem Zuhause sehnt. Ja, das war bei mir ganz, ganz lange der Fall. Geh in die Annahme. Und ich kann dir versprechen, das ist so, so kraftvoll. Weil in dem Moment, wo du eben nicht mehr ablehnst, in dem Moment, wo du nicht mehr diesen Widerstand, diesen Riegel vorschiebst, in dem Moment öffnen sich die Schleusen. In dem Moment siehst du erstmal dich als Person, die eben diese Bedürfnisse hat und ja, diese Bedürfnisse vielleicht auf jemanden projiziert, der sie ihr nicht befriedigen kann. Und das hat übrigens auch Gründe. Also da kannst du auch gerne mal in die Podcast-Folge mit Sandra Grimm reinhören. Da haben wir sehr, sehr lange zu diesem Thema gesprochen, was ungesunde Beziehungsdynamiken ausmachen und warum wir uns immer wieder da so, ne, das ist so eine Art, wie so eine Art Sucht ist, Suchtverhalten auch. Und das hat Gründe, es hat auch hormonelle Gründe. Aber darüber möchte ich heute hier gar nicht so viel sprechen. Ich möchte nur darüber sprechen, dass in dem Moment, wo du das annimmst, wo du annimmst diesen Anteil von dir, und es gibt diesen Anteil von dir, und den gibt es vielleicht auch immer noch, auch wenn du schon jetzt in einer gesunden Beziehung drin bist oder wenn du das alles in Anführungsstrichen gelöst hast, diese Anteile sind immer noch da. Das sind auch sogenannte Schatten, ja. Das sind Schatten, die wir nicht sehen wollen. Wir wollen das nicht annehmen. Wir wollen nicht, nein, ich möchte nicht, dass ich diesen Arschloch, ja, immer noch hinterher traue, dass ich diesem Arschloch die ganze Zeit schreibe, obwohl ich weiß, er ist nicht gut für mich. Und das ist so kraftvoll in dem Moment. Deswegen mache ich das ganz, ganz viel auch in meiner Arbeit, dass ich wirklich in die Annahme, dass die Frauen in die Annahme gehen von allem, von allen Anteilen. Und eben auch von diesem Anteil, der geliebt werden möchte und der halt zu diesem Menschen schaut, um geliebt werden zu, um zu geliebt zu werden. Und weißt du, was in dem Moment passiert, wo du das annimmst? A, erstmal machst du einen Raum auf für Gefühle, die darunter liegen. Ja, da kommt höchstwahrscheinlich ganz viel Traurigkeit hoch. Ja, ganz viel Traurigkeit, ganz viel, vielleicht auch eine Wut, vielleicht auch ein Ärger, eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, ein Gefühl von, ich möchte mich einfach mal hingeben können, einfach mal losen, einfach mal sein, was auch immer. Ja, ganz, ganz viele Dinge, die da drunter liegen können. Vielleicht auch eine Scham, ja, vielleicht auch eine Angst alleine zu sterben, eine Angst alleine zu bleiben für immer. Ja, all das kann da drunter liegen. Es ist so vielschichtig. Und was du eben in diesem Moment machst, wo du diese Annahme und diese Liebe, dieses Mitgefühl für diesen Anteil in dir kultivierst, in dem Moment siehst du ihn, in dem Moment siehst du diese, vielleicht ist es auch ein kindlicher Anteil von dir, ja, die kleine, das kleine Mädchen, das einfach nur geliebt werden möchte. Und was du in dem Moment machst, ist, dass du erstmal siehst, okay, was ist eigentlich hier das Bedürfnis? Worum geht es eigentlich im Kern? Weil es ist nicht der Mann oder der Mensch. Das ist er nicht, sondern dahin zu schauen, okay, was braucht eigentlich dieser Anteil von mir? Und wie kann ich als erwachsene Frau oder als erwachsene Person, wie kann ich ihm diese Bedürfnisse erfüllen, diese Bedürfnisse nach, ich möchte geliebt werden, ich möchte gesehen werden, ich möchte, ich möchte ein Zuhause finden, ich möchte all das, was dahinter steht, all die Bedürfnisse, ich möchte mich sicher fühlen, ich möchte mich gehalten fühlen. Und wie kannst du das als die jetzt souveräne erwachsene Person, wie kannst du das diesem Anteil in dir geben? Und was du in dem Moment machst, ist, du gehst in die Eigenverantwortung. Du schaust zu dir, du schaust auf dich, du schaust, okay, was genau
brauche ich hier eigentlich? Und was dann automatisch, ganz automatisch passiert, ist, dass du eben nicht mehr zu dem anderen Menschen blickst. Ob er dir vielleicht doch noch geben kann, was du dir ja so sehnlichst wünschst. Weil ganz ehrlich, wirklich mal Hand aufs Herz, das ist das, was die meisten Menschen haben. Eine Hoffnung, dass es sich irgendwann ändert. Eine Hoffnung, dass dieser Mensch doch irgendwann bereit ist, diese Bindung einzugehen, die ich mir wünsche. Oder dass dieser Mensch irgendwann doch die gleichen Zukunftsvorstellungen hat wie ich. Und in dem Moment, wo du aber den Fokus auf dich richtest und auf diesen Anteil in dir, der gesehen werden möchte, weil den siehst du höchstwahrscheinlich nicht, wenn da dieses starke Anhaften ist an einer Person. In dem Moment passiert ganz, ganz viel Heilung schon. In dem Moment kannst du in die Verantwortung gehen, kannst du dich nachnähren. In dem Moment kannst du Verantwortung übernehmen für dich, für deine Bedürfnisse. Okay, das war's schon. Ganz kurze Quickie-Folge. Ich hoffe, du hast was daraus mitgenommen für dich, falls du dich gerade in so einer Situation befindest, falls du das vielleicht von dir kennst, wirklich zu schauen, okay, wo bin ich im Widerstand und wie kann ich noch mehr in die Annahme gehen? Ja, wie kann ich noch mehr in die Akzeptanz gehen? Und das heißt nicht, dass du die gleichen Muster, die du schon vielleicht viele, viele Jahre in deinem Bindungsverhalten abspielst, wieder und wieder tätigen musst. Nein, das heißt es nicht. Sondern Annahme von diesen Bedürfnissen, von diesem Anteil in dir, der diese Bedürfnisse hat. Und wie gesagt, ganz, ganz häufig ist das ein kleiner, ein junger Anteil von uns, ein ganz, ganz kleines Kind. Und dann zu schauen, okay, wie kann ich mir selbst diese Bedürfnisse erfüllen? Wie kann ich diese unbefriedigten Bedürfnisse nachnähern? Ja, wie kann ich selber dafür sorgen, dass dieser Anteil von mir sich geliebt fühlt, wenn das zum Beispiel das Bedürfnis ist? Wie kann ich dafür sorgen, dass dieser Anteil zum Beispiel sich sicher fühlt? Zum Beispiel kannst du selbst in eine Art von Berührung gehen. Ja, ich arbeite ja auch ganz viel mit Berührung in meinen 1-zu-1-Coachings und auch in meinen anderen Programmen. Das heißt, du gehst in eine Berührung von dir selbst, ja, vielleicht hältst du dich, vielleicht umarmst du dich, vielleicht tust du dir was Gutes, vielleicht hast du auch eine Liste von Ressourcen, die dir gut tun, von Sachen, wo du genau weißt, okay, da kann ich immer wieder zurückgehen, wenn ich merke, ich schaue zu jemand anderem, der mir eigentlich nicht gut tut. Ich schaue immer wieder auf diese Liste und sage, okay, was ist das, was ich als nächstes tun kann, um mich zu halten, um mich zu versorgen, um diesen Anteil in mir gerecht zu werden? Okay, jetzt aber wirklich. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns nächste Woche. Danke dir, dass du hier warst. Bis dann.